Einen guten Abend. Ich muss eben noch gucken, ob der Stream auch wirklich ordnungsgemäß läuft. Ich habe ja jetzt. Sieht gut aus. Ist Streamtime. Hallo, hallo Thürerwal. Ja. Dann mache ich gleich mal ein Bild an. Bild, Bild, Bild. Da ist das Bild. Reingefallen? Wo rein? Zeige ich hier den Kanal vom Goldman. Ich habe hier nicht Star Wars bei ihm geguckt. Star Wars interessiert mich nicht so sehr, sondern ich habe damals geguckt. Hier, Game of Thrones und sowas. Sieht man ja auch, da sind ja die Striche unter. Genau, so. Hier sieht man es nicht. Genau. Chris? Wollte ich Chris zu dir sagen? Das kann mir passieren. Oh. Gut. Tatsächlich hat's meine Tochter ein bisschen erwischt. Die ist ein bisschen krank geworden. Aber ich hoffe noch nicht so schlimm. Also ich hoffe, es geht morgen mit der Schule und es wird jetzt wieder besser. Und ich hoffe auch, dass wir nicht krank werden. Genau, weil ich ja davon erzählt hatte. Gestern, glaube ich, genau, gestern Mittag. Ja, und ich habe auch ein bisschen gespielt, ohne euch, weil ich jetzt schon zwei Streams hatte, wo ich nur Logistik gemacht habe. Dachte ich mir so, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen vorbereiten, nur die Sachen machen, wo es uninteressant ist, mehr oder weniger. Also, wo man nichts sieht von der Story. Ja, ohne euch, genau. Also die Söldner mit Waffen ausstatten und hin und her schieben, wer wie was hat und so. Genau, und Inventar aufsammeln und durch die Gegend fahren mit dem Transporter, sowas habe ich gemacht, genau. Also nur organisatorisches. Und deswegen ist mein Streaming-Titel heute auch ganz offensiv auf freundliche Farmer gestellt, denn ich hoffe, ich kann Kontakt mit den freundlichen Farmern machen. Vielleicht noch ein paar Sachen im Voraus. Und zwar heißt mein Speicherslot Larry abgestürzt. Also Larry ist wieder abgestürzt. Larry kann wieder nix. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe es nicht mitbekommen. Also ich habe nicht mitbekommen, wann es passiert ist. Ich habe nur gesehen, an allen Speicherslots, die wir gestern gemacht haben, ist er auch schon abgestürzt. Und alles andere ist halt super alt. Also alles andere ist egal. Genau. Das heißt, er ist wieder richtig schlecht. Ich habe hier noch ihn sogar noch offen. Er ist richtig schlecht und kostet 700 am Tag. Ja, wir haben ganz. Also, der wird nicht mehr normal. Nee, wenn er einmal wieder süchtig ist, dann kriegt man ihn nicht mehr hingebogen. Genau, also er hat irgendwo in einem Barsektor anscheinend zu lange Zeit verbracht oder er hat irgendwas im Inventar, was schlecht ist, aber eigentlich hat er, naja doch, er hat ein Verbandszeug. Aber er ist nun mal Mediziner. Ich weiß nicht, ob ich ihm das hätte nicht geben sollen. Ja, auf jeden Fall, naja, ist ja wieder richtig schlecht und jetzt lohnen sich halt die 700 nicht für ihn. Und ich würde ihn
Ja, wegschicken. Also, ja, also der war ja wirklich vorher, war er ein guter Mediziner. Interessanterweise ist er bei Sprengstoff noch ganz gut. Also noch ziemlich gut. Wundert mich auch. Der war doch vorher nicht so gut im Sprengstoff. Naja, aber in allem anderen ist er richtig schlecht jetzt. Und ich habe keinen Speicherstand mehr, wo er noch normal ist. Also auch hier dieser Failsafe. Den habe ich, glaube ich, noch nicht reingeguckt. Aber ich will das von dort aus nicht mehr alles wiederholen. Aber ich glaube, da ist es auch schon zu spät. Genau. Da ist er auch schon abgestürzt gewesen. Ja. Von daher, hey, wir haben in gestern ganze 5 Söldner dazu bekommen. Und da würde ich sagen, Larry, den lassen wir einfach mal gehen. Weil gestern ist er hinzugekommen aus Omerta, Miguel und Carlos. Und waren es 5 oder 4? Nee, 5. Dann haben wir Ice dazu geholt. Wir haben Brian dazu geholt. Nee, Brain. Ich werde immer Brian zu ihm sagen. Und Barry. Genau. Von daher, bye bye Larry. Unser Mediziner muss gehen. Ich habe noch überlegt, ob ich das irgendwie hinkriege, dass man sieht, dass da schlechte Stimmung ist. Also ich weiß, dass Biff zum Beispiel ihn nicht leiden kann, wenn er wieder süchtig ist. Oder auch Flo kann ihn, glaube ich, nicht leiden, wenn er wieder süchtig ist. Genau. Brian the Brain, richtig. Aber ich weiß halt nicht, das drückt ja dann auch wieder die Stimmung bei Biff und so. Also deswegen ist es, glaube ich, auch gar nicht so eine gute Idee, wenn ich die aufeinandertreffen lasse. Ich würde ihn einfach. Gehen lassen. Ja. Aber dann fehlt es natürlich einem Mediziner. Dafür habe ich ihn ja genutzt. Und er hat tatsächlich sogar ganz gute Arbeit geleistet, eigentlich, ne? Also, wo er nicht abgestürzt war, der hat oft getroffen, muss ich sagen. War kein schlechter Söldner. Ja, schade. Schade. Naja, sagen wir mal so, er hat seinen Dienst getan. Machen wir einen Haken dran. Okay. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier aufgeräumt. In Grum. Der Transporter ist hier gerade unterwegs, wie man sehen konnte. Wer ist da dabei? Iggy ist da mit dabei. Den habe ich mit rüber geschickt oder rüber geflogen oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und der ist voll mit allem, was da lag. Und ich fahre den Transporter jetzt hier nochmal nach Estiny, um zu gucken, was man da so kaufen kann. Ich glaube, ich habe da gar nichts drin, was ich da verkaufen will. Also, naja, vielleicht ein paar Rüstungen oder sowas. Kevlar, nee, Kevlar kauft er, glaube ich, auch nicht. Genau, von daher habe ich da, glaube ich, überhaupt nichts drin, was ich dem verkaufen kann. Dem Jack, Joe, wie heißt er nochmal? Ich weiß es gar nicht. Dem Vater von Mad Dog. Genau. Aber der hat ja immer wieder auch ganz gute Sachen im Angebot, zum Beispiel Traumaplatten. Und die würde ich halt gerne mitnehmen. Ich werde schon noch irgendwo Platz im Inventar dafür finden. Genau, ansonsten das Team hier aus den dreien ist hier runtergelaufen, hat diese Sektoren aufgeklärt, hat rausgefunden, oder in F10 haben sie jemanden bemerkt. Das ist Farmland. Kann ja mal hinzoomen. Genau, so sieht's da aus. Ja. Und ich habe es noch nicht aufgeklärt, weil sie gesagt haben, sie haben jemanden bemerkt. Und ich erinnerte mich noch an
Das, was Keith gesagt hatte hier in dem Laden, der Verkäufer, der meinte, es gibt so ein paar Farmer, irgendwie waffenverrückte Farmer, die die Stadt terrorisieren. Das müsste hier, genau, Farmer östlich von Cambria sind eine Plage. Ja, genau, das hat mir Keith erzählt. Und nach denen habe ich quasi den Spieltitel benannt, weil jetzt sind eigentlich alle erstmal so weit, um. Ja, um mal wieder einen Angriff zu machen. Es ist alles soweit vorbereitet. Das Einzige, was ich jetzt gerne noch machen würde vorher, wäre ja, den Tag rumgehen lassen, schlafen, dass alle ausgeruht sind und die Ausrüstung von Larry verteilen an diejenigen, die noch nicht so gute oder noch nicht so viel Ausrüstung haben. Also unsere neuen, die wir neu hinzubekommen haben. Und dann Larry einfach den Vertrag kündigen. Genau, das würde ich halt gerne noch machen. Ansonsten hatte ich noch nachgelesen, wo der Junge sein kann. Da hatte ich in Erinnerung, wie gesagt, dass der halt hier bei dem Fenster ist und da bei dem Bordell reinschaut. Und ich habe noch gelesen, er kann auch noch in der Mine sein. Man braucht aber wohl recht gute Führungsqualität, um den davon zu überzeugen, wieder zurück zu Mama zu gehen. Von daher ist Pablo wahrscheinlich noch nicht gut genug dafür. Der hat jetzt zwar auch schon 35, was gar nicht so schlecht ist, aber ich würde lieber mit jemandem über 50 da versuchen. Und ja, quasi bei nächster Gelegenheit nochmal nach San Mona. Wahrscheinlich dann am besten irgendwie mit dem Eisverkäuferwagen mitfahren oder sowas, dass ich da einen mitschicke, der hohe Führungsqualität hat, damit er überzeugend ist. Genau. Und den Jungen zum Nachhausegehen bewegt. Und ich hoffe, der ist auch in der Mine. Ich werde auf jeden Fall dann, wenn ich nochmal da bin, wieder an beiden Orten gucken, weil die bewegen sich ja auch. Und dann sind sie mal hier, immer da. Habe ich noch was? Genau, auf meinem schlauen Zettel habe ich noch was. Ach so. Im vorletzten Stream meinte jemand mit S, glaube ich, einer von den neuen Followern meinte, glaube ich, im vorletzten oder im letzten? Ne, im vorletzten, glaube ich, war das. Genau, sonst hätte ich es gar nicht auf dem Zettel auf der Höhe zu stehen. Meinte jemand, ich könnte vielleicht auch Hans rekrutieren in San Mona. Da hatte ich nochmal nachgelesen, es geht nicht. Also ich weiß nicht, es kann ja sein, dass man das in irgendeinem Mod kann. Aber in 1.13 und im Standardspiel geht es wohl nicht. Genau, Hans ist der Türsteher von Tony, dem Verkäufer in San Mona. Aber wir alle kennen Hans. Er ist auch der Sprecher bei Josie im Stream. Und bei Pi. Genau. Ach so, noch was. Noch was? Sound Alerts. Ich habe geguckt heute Nachmittag nach den Sound Alerts, ob ich das reparieren kann. Und ich hoffe, es funktioniert wieder. Und noch was. Noch was Drittes habe ich auch noch. Und zwar aus dem letzten Stream. Ich weiß. Oh, habe die Namen noch nicht drin. Ihr müsst heute wiederkommen. Dann weiß ich wieder. Es funktioniert, aber es ist ein bisschen creepy, oder? Es hat ein bisschen. Es ist ein bisschen groß. Ich glaube, ich habe das eigentlich kleiner eingestellt. Das Bild. Aber es funktioniert. Und es hörte sich gerade ein bisschen übersteuert an, hatte ich so das Gefühl. Danke dir für den Test. Ja, ist etwas groß, ja, finde ich auch. Ich habe es eigentlich kleiner gezogen. Komisch. Also Glacier war es entweder oder es war Bloody. Der andere? Oder die andere? Das erkennt man ja nicht am Namen, ob männlich oder weiblich. Also einer von den beiden, ich hoffe, ihr seid heute, kommt heute wieder irgendwann.
Dann weiß ich, merke ich mir den Namen auf jeden Fall. Genau, einer von den beiden meinte, dass es einen Mod gibt für Jagged Alliance 1, um das hier zu spielen, in Jagged Alliance 2. Habe ich auch gefunden. Bei. Ach, jetzt habe ich auch die Webseite vergessen. Bears Pit, klar. Bears Pit? War das Bears Pit? Ja, keine Ahnung. Auf der Webseite, wo die ganzen Mods für Jagged Alliance 2 sind, habe ich es gesehen. Da stand dann aber, dass es recht buggy sein könnte. Also, man müsste es ausprobieren, denke ich. Man müsste es ausprobieren. Also, das Originalspiel ist, ja, ist halt nicht buggy. Aber ist halt wirklich alt. Also, es sieht halt noch viel älter aus als Jagged Alliance 2. Und hier mag, also, das mag ich eigentlich so schon vom Charme, weil es halt so ein bisschen wie Comic ist. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Und Jagged Alliance 1 ist halt wie schlechter Comic. Also, obwohl das Spiel halt gut sein soll. Aber ich habe mich noch nie so richtig rangewagt. Ja, genau, so, das die Sachen im Voraus. Jetzt muss ich die erstmal schlafen lassen, weil Larry ist so kaputt, der kann sich nicht mehr bewegen. Ansonsten würde ich ihn dann rübergehen lassen, hier nach unten, und die Waffen übergeben. Aber der muss jetzt erstmal hier ausruhen in dem Sektor. Hieß es zumindest, warte, ich versuche. Nee, Larry ist zu müde. Langsam aber sicher werde ich besser. So, jetzt aber. Larry ist zu müde. Hier nochmal wach. Ja, Moose hat schon keine Lust mehr zu schlafen. Er kann schon wieder Kraft trainieren. Ich bin angekommen. Okay, dann ist das Team hier schon angekommen. Ist sogar noch Tag, wie es aussieht. Wen lasse ich denn da gehen? Mein Platz im Inventar. Aus. Naja, kriegen wir schon hin. Ja. Jawohl. Ja, also ich muss noch mal gucken. Anscheinend hat die Änderung in der Größe nicht gespeichert. Ich wollte das eigentlich hier so oben rechts hier so in der Ecke haben, weil da ist meistens nichts angezeigt. Dass es da, also dort relativ klein angezeigt wird. Ah, zurück, um Jake wiederzusehen, hä? Ah, Jake heißt so, genau. Bin ein bisschen weit weg. Sieh dich um. Lass mich wissen, wenn dir irgendwas gefällt. Ja, schauen wir mal. Genau, T-Shirts. Ein Dead Runner Rules T-Shirt. Cool, ne? Warum auch immer das da mit Z geschrieben wird. Hier ist es nicht mit Z geschrieben. Das Dedana Rules T-Shirt tragen. Dedana Rules Shirt tragen zu müssen, ist eine weitere Erniedrigung der Arulkana. In unbeachteten Momenten zerschneiden sie diese T-Shirts gerne zu Putzlappen. I love Arulko. Dieses modische I love Arulko T-Shirt sind ein Muss für jeden Touristen. Sie bestehen aus 100% reiner, unbehandelter Baumwolle und waren vor der Runners Machtergreifung der Klassiker schlechthin. Okay, das sind quasi das ist die neue Kollektion. Statt I love Arulko, I love Jade Runner. Genau. Ich muss noch mal kurz.
Wobei, nicht nur mal kurz, ich muss alle 20 Minuten einmal klicken. Auf dem Handy. Ist wieder Banditenjagd. Genau, Gürteltasche kaufen ist, glaube ich, Unfug. Lass dir Zeit. Golfschläger. Rise of Cultures, genau. Oh, er hat tatsächlich auch gerade nicht wirklich irgendwas Interessantes. Außer T-Shirts, aber er hat. Hat er Wodka? Er hat nur Wein. Bier. Bier und Wein, kein Wodka. Funktioniert halt nur mit Schnaps. Das ist eine Sammlung. Was? Ja, allerdings, ich kaufe das Wasser. Ja. Mehr hat er gerade nicht, was mich interessieren könnte. Die Pistolen, das ist mir zu. Klar, da könnte jetzt eine dabei sein, die interessant wäre für die Söldner, die jetzt noch keine haben. Aber die Desert Eagle zum Beispiel ist zu groß. Ich sehe jetzt hier auch keiner mit 13er Reichweite zum Beispiel. Wir haben mit 12er Reich. Hier ist eine 13er. Ja, die könnte ich noch kaufen, ne? Das ist diese Munition. Ziemlich kaputt. 9x18 ist auch ein seltener Munitionstyp. Von daher nicht so. Auch nicht so gut. 9x18. Kriegt man halt selten die Munition. Nee, ich lasse das. Ich lasse das. Ey. Schon richtig so. Die eine kommt in die andere Flasche und dann sind wir schon noch ein Plätzchen hier. Zum Beispiel. Genau, so eine große Waffe wie die Desert Eagle oder hier diese Automag, die passt halt nur in so einen Slot und nicht in einen Holster rein. Das ist dann das Problem mit diesen Dingern. Okay. Dann können wir weiterfahren mit dem Eiswagen. Okay. Ich hoffe, Larry ist jetzt transportfähig. Nein, ist er nicht. Larry ist Larry. Was jetzt, Dude? Ich bin soweit. Jetzt haben echt viele repariert. Also, ich habe wahnsinnig viele Leute zum Reparieren jetzt. Ja. Ja. Larry ist immer noch zu müde. Ich lass mal Larry in einen anderen Trupp gehen. Vielleicht Verstanden. können die noch mal reparieren, wenn Bin am Drehort, bereit für die nächste Szene. die da sind. Tatsächlich können sie das nämlich. Genau, jetzt kann Hamus hier auch einfach weiter üben. Andererseits kann ich jetzt auch mal den Spieß umdrehen. Wir haben ja hier gute, kräftige Typen. Dimitri zum. Ach, Dimitri Grizzly.
95, der ist ja gar nicht der kräftigste. Der ist ja gleich auf. Mit Brain. Nee, 95. Okay. Dann ist er doch der kräftigste. Dann bist du jetzt nämlich Trainer für Kraft. Dann lassen wir die einfach mal als Rekruten für Kraft bei geht nicht, ist ja schon zu gut oder was? Geht es nicht? Klingt das? Ist er noch zu schlecht? Oder wie kann ich das verstehen? Gut, Kraft. Ja auch doof. Also wenn ich jetzt hier schon so ein Lehrer-Schüler-System nutzen will, dann müssen ja eigentlich schon mehrere Leute lernen. Doof. Egal. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich bin angekommen. So, kann man Larry jetzt endlich bewegen? Nein, ihn kann man... Der lässt sich jetzt hier nicht mehr aufwecken, bis er wieder richtig ausgeschlafen ist, oder was? Bis er seinen Rausch richtig ausgeschlafen hat. Toll. Die kann ich auch noch dahin schicken. Jawohl! Gibt es noch etwas, was ich tun kann? Was jetzt, Dude? Jetzt sind hier halt wieder alle fertig. Ja, ich sag mal ja. Okay. Moment, der Laster ist noch nicht drüben. Der Laster ist noch nicht drüben. Die nicht so kräftig sind, könnten jetzt vielleicht. Jetzt versuchen wir es mal. Rekrut, Kraft. Geht nicht. Carlos. Training, Rekrut, Kraft. Bei Carlos geht's. Der hat 68. Amus hat 71. Gampi hat 73. Ich verstehe die Logik nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass Barry einfach schon zu kräftig ist. Deswegen wird es bei ihm nicht gehen. Dimitri. Training, Rekrut, Kraft. Geht nicht. Eis. Training, Rekrut, Kraft. Geht auch nicht. Mad Dog. Training, Rekrut, Kraft. Geht auch bei Mad Dog nicht. Eigenartig. Ja, dann sollen eben die beiden, die es können, machen. So, und beim Rest?
Wie oft will ich noch daneben nebentippen? Den Rest schicke ich jetzt mal zu Larry. Ich bin angekommen. Ja. Ich habe jeden einzelnen Käfer auf dem Weg hier gefressen. Und es gab viele davon. A good job. So, sollen sie einfach Larrys Gegenstände noch reparieren? Ja. Okay, so, der Laster ist da. Das heißt, ich habe immer noch ein bisschen was zu tun. Ich muss immer noch ausräumen. Oh, und ich bin gar nicht mal ganz richtig. Denn... Ja, also tatsächlich hätte ich doch eher in dem anderen Sektor ausräumen müssen. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. So ein paar Sachen habe ich ja auch für hier. Die müsste ich noch reparieren, weil ich glaube, die sind gar nicht so schlecht, die Feldanzüge. Die Laws müsste ich auch reparieren und die Raketen. Genau, die kriegt jemand. Und die Dvaron-Weste auch. Das bleibt irgendwo liegen, aber eigentlich die Mörsergranaten, die ja auch noch. Dann haben wir hier jede Menge Patronen. Okay. Also noch nicht mal fertig. Was den ganzen Kram angeht, die tragen ja auch noch Sachen. Genau, Alex hat hier zum Beispiel dieses Wurfmesser in der Hand. Das ist ja auch für andere noch. Oder auch die... Das Goldnugget. Okay. Und schöner, großer, voller Koffer. Wobei, den kann sie behalten. Den teilen wir auf. Medizinische Skills hat sie nicht. Hat sie nur mitgenommen. Die Waffe. Brauch sie halt auch nicht unbedingt, aber... Okay. Biff. Trinkflasche. Kriegt auch jemand anderes. Dann habe ich hier noch so ein dickes Messer und noch mehr Granaten zu verteilen. Kann ja auch einer behalten. Ein Molotow-Cocktail. Das ist okay. Ja. Ist okay. Genau. Die beiden sind es ja. Iggy kann eigentlich gleich hier bleiben. Die anderen fahren dann wieder zurück. Hat Iggy auch noch Kram im Inventar, den er nur transportieren sollte? Klebstoff. Hm. Klebstoff und dieses Magazin. Ach ja, und die Zielfernrohre natürlich auch. Und diese ganzen Magazine. Wobei wir die vielleicht auch einfach nach drüben legen. Zielfernrohre. Würde ich halt gerne mal durchgucken, ob ich da bei irgendjemandem eine Waffe habe. Wo das passt. Und den Metalldetektor. Der ist bei ihm halt auch viel am Platz. Genau. So, sonst passt das jetzt aber. So,
So, und die anderen beiden können rüber, Iggy. Was macht Iggy? Funktioniert nicht. Trainierst du mal Geschicklichkeit? Bist du erst bei 79 von 80? 80 wäre noch schön. Ja, ich höre. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Genau, das ist ja hier unser Lager. Da würde ich jetzt auch gerne die anderen Sachen, die ich lagern möchte, dann auch hier lassen. Das sind... ein Magazin... eine Gasmaske, na toll. Magazine hier. Voll. Gasmaske muss eigentlich rüber. Genauso Sprengstoff. Die Munition soll ich noch aufheben, weil ich habe ein bisschen was davon. Oder? Das muss auch rüber. Die glaube ich nicht. Ich glaube, davon habe ich erstmal genug. Aber das muss rüber. Die kann ich mitnehmen. Das würde ich alles noch behalten wollen. Ja. Ja, genau. Ja, ich höre. Wieder. Okay, ich bin da. Hier. Komisch hin und her fahren. Ich gehe das jetzt noch im Inventar. Ja, er hat die Munition jetzt noch im Inventar. Kann die wieder in den Laster? Hin und her. Nein, er ist noch kaputt. Sind auch noch welche kaputt. Muss also noch was repariert werden, liebes Reparaturteam. Okay, die müssen nochmal in den Laster, weil es so viel Spaß macht. Aber ich habe hier, glaube ich, noch ein bisschen mehr, das wir auch rüberbringen können. Das ist... dafür laden wir mal die anderen Sachen aus. Genau, so. Munition kann mit rüber. Die lasse ich. Ah, nehme ich auch mit rüber. Ich glaube, davon ist genug im Inventar. So, und ich fahre wieder rüber. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Und am Ende habe ich eh noch irgendwas vergessen. Möchte ich gerne untereinander legen, weil das sind halt ähnliche, ist halt die gleiche, der gleiche Munitionstyp. Deswegen hätte ich die eigentlich gerne untereinander.
Ihr könnt ihn noch tauschen. So. Und dann noch die. Okay. So, wieder 20 Minuten um. Wieder 20 Minuten Logistik um. Logistikzeit um. Ja, das nimmt echt überhand. Okay, und ich möchte jemanden mitnehmen, der... Juhu! Juhu, 20 Minuten Logistikzeit. Der gut ist, was die Führungskraft angeht. Miguel ist halt super. Ich will Miguel eigentlich gerne dabei haben. Es sind halt alles die gleichen, ne? Also es sind alles die, die ich nicht dabei hätte. Ich glaube, Miguel ist okay, wenn wir hier erstmal die Bauern machen. Ich glaube, dann ist es okay. Aber wer unterstützt dann beim Milizen rekrutieren? Chris. Okay, ja. Ich bin hier. Gut. Comprendido. Hier gibt's auch ganz viel, was ich mitnehmen will. Da hatte ich ja einen Haufen Sachen gekauft. Oh, und ich darf Flo nicht vergessen. Ist halt die Frage, ich brauche ja Biff und eigentlich brauche ich Biff und Alex nicht mal mitnehmen. Ich muss vor allem Flo mitnehmen. Dann... Machen wir sie mal. Ah, es ist schon losgefahren. Nochmal bremsen. Dann soll Biff und, weil Biff und Flo sich so mögen, dürfen sie zusammenfahren. So, und nehmen Miguel mit. Okay. So, wie sieht's denn aus, Larry? Bist du aus dem Koma erwacht? Nee. Ist er nicht. Aber langsam können sie eh alle schlafen. Deswegen würde ich sie jetzt mal, wenn sie können, alle schlafen schicken. Larry ist hinüber, ja, definitiv. Der ist über dem Berg. Ich bin hier. Und sie sind auch schon wieder da. Weiter geht die Logistik. Scheiße. Oh Mann, ey. Es endet nicht mehr. Es endet nicht mehr. Das Schöne ist, die Waffen sind repariert. Und ich habe festgestellt, das Maschinengewehr, was hier liegt, dieses Browning ist besser als das andere. Das heißt, das kann ich noch nicht mal verkaufen. Das würde ich jetzt also auch noch mitnehmen. Ach nee, den Kasten lasse ich ihm da. So, Granaten nehme ich mit. Vielleicht alle nach rechts. So, die sollen alle weg. Das RPG nehme ich mit. Soll alles verkauft werden. Ja, das kann alles verkauft werden. Denke ich. Außer die vielleicht. Glasermunition ist natürlich denkbar schlecht.
Aber uns fehlen ja noch Pistolen. Und jetzt droppen auch nicht mehr so viele Pistolen. Und das sind 13er Reichweite Pistole. So nehme ich die vielleicht wieder mit zurück. Okay, der Rest ist in Ordnung. Der bleibt da und wird verkauft. Es sei denn, Pablo hat noch was direkt. Ja, er hat noch was direkt. Er ist auch am Reparieren noch gerade der Granaten, aber ja, ein bisschen Zeit hat er ja noch, weil wir wollen ja erstmal mit Miguel den Jungen holen. Auch noch. Machen wir das vielleicht gleich mal. Claro. Halt. Claro. Sogar noch da. Ich bin hier. Miguel. Mal gucken, ob der jetzt in der Mine ist. Sí. Claro. Miguel ist schon mal nicht derjenige, dem eine Pistole fehlt. Da wäre eher noch die Frage, ob ich das Mini 14 noch tauschen könnte gegen irgendwas anderes. Was da liegt an Gewehren. Da, Josef Krem. Er hat seiner Mutter schon viel Schmerz und Kummer bereitet. Miguel kennt sich aus. Sogar, dass er Joseph heißt. Ich kenne keinen Joey. Sie hat gesagt, es wäre okay, ich schwör's. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Junge, du kommst mit. Lass mich in Ruhe. Okay, ich gehe mit. Aber wehe, wenn mir was passiert. Meine Mutter wäre echt enttäuscht, wenn sie mich nicht selbst umbringen kann. Ich sag dir was. Du wirst mich vor meiner Mutter in Schutz nehmen. Also erzähle ich dir ein Geheimnis. Jemand hat hier Bargeld verbuddelt. Tonnen davon. Danke, Joey. Joey hat natürlich recht. Hier im Nachbarsektor gibt's Tonnen Bargeld von ja. Von Kingpin. Gut, dass er das nicht angerührt hat, das Bargeld. Kingpin wird schnell sauer. Okay, dann ab in den Laster mit euch beiden. Können wir die Joey-Quest erledigen? Unbewacht? Nein. Was ist unbewacht? Genau, ich gucke auch gerne, was die so für Skills haben. Was Joey so für Skills hat, das würde ich gerne mal sehen. Sehr gesund, der Junge. Beweglich. Geschicklich. Kraft auch nicht schlecht. Auch nicht ganz dumm. Ja, er ist halt kein guter Schütze, ne? Und auch sonst keine Fähigkeiten. Er ist eher einzelgängerisch. Passt. Er ist halt nicht da. Bei Mama. Okay. Wir haben ihn. Es hat geklappt. Er war tatsächlich in der Mine. Dann kommt er jetzt mal zurück. Okay, ich bin da. Hier. So, und jetzt brauchen wir Flo. Und ich wollte noch mal gucken unter den Waffen, ob da nicht noch was Besseres dabei ist für Miguel. Also ein Mini 14. Es hat eine Reichweite von 36 nur. Beowulf zum Beispiel.
Das Kaliber 50 Beowulf Overmatch Plus Gewehr von Alexander Arms hat einen hart verchromten Lauf. 16,5 Zoll Lauf und basiert auf dem AR-15 System. Alles klar. Das normale Galil. Das würde eigentlich Sinn machen. Also Mini 14 hat halt auch keine Reichweite. Also es ist halt... Ah, die Scout. Wie sieht denn die Scout? Ah, okay, davon haben wir noch genug Munition. Dann nehme ich die Scout und tausche gegen das Galil SAR. Ich denke, das ist besser. Bitte? Babyfon? Im Schlafzimmer an der Ecke. Ah, gut, gut. Gut. Wie mache ich das? Ich würde Pablo einfach den heilen Koffer hinterlassen und den anderen mitnehmen. Der kann dann wieder aufgeteilt werden. Das reicht ja erstmal. Er hat ja jetzt im Moment nicht mehr wirklich was zu reparieren. Außer die Granaten, aber die nehme ich ihm jetzt weg. Will ich ja mitnehmen. Und dann hat er nichts mehr zu reparieren. Diese Munition nehme ich auch mit. Ich glaube, die hat Gell auch, oder? Nee, tatsächlich nicht. Schade. Aber wir nehmen die Granaten mit. Das passt auf seine Pistole. Gut. Und dann... Okay. Geht Flo nochmal einkaufen. Und verkaufen. Und sie geht auch nochmal in die Bar. Nicht, dass da noch jemand ist. Da stehen ja immer mal wieder Leute rum, ne? Mary? Anscheinend nur Frank. Na, wieder da? Mhm. Ich selbst trinke nicht. Es reicht nicht während der Arbeit. Höchstens mal am Wochenende und dann auch nur, wenn ich netten Besuch habe. Und vielleicht mal einen kleinen Schluck am Feiertag. Sehr anständig. Sehr vernünftig. C'est bon. Hallo Hans. Du bist ja hier noch zum Stammkunden. Natürlich. Ich wette, du bist hier, um Tony zu sehen, was? Er ist hinten. Super Stammkunde. Bin schon Ehrenkunde. Ja? Zeig mir, woran du Interesse hast. Okay, das ist das alte RPG. Ich hab jetzt... So ein Granatwerfer schon. Aber die Frage, ob zwei davon natürlich nicht noch schöner wären. Statt dem... Ach doch, ich habe auch einmal nur einen Talon, ne? Da wäre natürlich das besser. Hätte ich zwei davon. Da ich jede Menge verkaufe. Gesundheit, Alex.
Vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich das auch noch kaufe. Und dann einmal durchgehen. Ich kaufe die Nebelgranate nicht. VOG, ja, Schaden, Schaden, ja, nehmen wir. Beleuchtung, das ist Beleuchtung für einen Granatwerfer. Das glaube ich auch nicht, oder? Nee, das ist irgendein anderer Granatwerfer. Irgendwelche anderen Granaten, 43 mm. 40 mm, das sind auch 40 mm, aber anders. 43 mm. Schon gut, lass dir Zeit. Steckt man denn die rein hier? 40 mm. Hier ja auch nicht, ist ja auch ein 40 mm. Steht jetzt da nicht, aber ich weiß, dass da 40 mm Granaten reinpassen, aber nicht die. Die hier, da leuchtet ja auch. Wie man sieht. Okay. Könnte ich noch Mörsermunition mitnehmen? Ja, machen wir vielleicht. So, Zubehör. Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Das Ding passt, glaube ich, immer. Das ist, glaube ich, das. Dann haben wir Schalldämpfer für Gewehre, oder? Für Sturmgewehre. Ja, können wir nehmen. Und oh, das passt an viele Gewehre. Das würde ich auch einfach mal nehmen und ich hoffe, die passen dann tatsächlich auch. Das ist nicht so. Und das passt, glaube ich, auch an viele. Das kleine. Nehmen wir die auch noch. Ja. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Hast sogar alles in Floßtaschen. Sehr gut. Du weißt, wo du mich... So, jetzt geht's ans Verkaufen. Jetzt müsste ja eigentlich... Passt. So, jetzt passt zwar alles in Flo's Taschen, aber es muss eh alles in den Laster. Und ich brauche den Platz. Noch dazu zum Verkaufen. So, dann damit in den Laster. Wobei wir gleich gucken können, ob wir fast. Türerwahl fast. Ah, ja.
Genau, dann können wir den gleich ein bisschen ausstatten. Ach, da passt der Schalldämpfer leider nicht. Hier passt er drauf. Nice. Okay. Gut. Flo. Walte deines Amtes. Zeig mir... Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Ja, ich hoffe du... Das Geschäft ist perfekt. Das sind 9000. Noch etwas? Sehr gut. Noch einiges, ja. Doch noch einiges. Ich habe ihm meine Waffe verkauft. Ach, na toll. Vom Erdbeerfeld. Zeig mir, woran du Interesse hast. Das war die AEK, glaube ich. Oder? Nee, die war es, glaube ich. Ah, nee, die Farmers war es natürlich. Oh. Ah, nee. Um diese Jahreszeit ist die Auswahl... Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Richtig dumm. So, hier ist deine Ware und dein Wechselgeld. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Haufen Geld verloren. Sehr gut. Was ich machen wollte. Zeig mir, woran du Interesse... Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Ich glaube, da war noch jede Menge das Gebamsel dran. Das hat er, glaube ich, alles abgebaut. Und liegt jetzt hier auch im Inventar. Da. Das war da dran. Alter, ey, das war, Mann, war das dämlich, ey. Schon gut. Ärgerlich, ey. Zeit. Ja, richtig viel Geld verloren. Munition ist ja auch weg. Die ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe mehr als genug von das der Munition. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Sehr gut. So. Nee, das waren bestimmt 5000. Zeig mir, lass mal sehen, was wir hier haben. Die ich das so. Das hat einigen Wert. Ich zahle. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Sehr gut. Verpulvert habe. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja genug. Okay. So, dann sind sie fertig. Flo, ab in den Laster. Und wieder zurück. Mais oui.
Genau, Pablo kann nicht mehr reparieren. Nur die Bar. Ja, Kraft ist Quatsch. Soll er doch Treffsicherheit trainieren. Genau, mache ich glaube ich immer bei ihm. So. Lass mal schlafen alle. Irgendjemand muss den Laster fahren. Das ist dieses Mal glaube ich sie. Nee, Miguel. Joey ist nicht müde. Der kleine Joey will noch nicht schlafen. Er hätte auch den Laster fahren können. Das hätte ihm bestimmt gefallen. Und Larry so? Larry ist zu müde. Er kann da ja nicht aufstehen. Okay. Rock. Okay. Jo. Ich bin hier. Bei G8, das ist ja nicht so schlimm. Steht er ja noch in der Stadt. Steht er ja noch in der Stadt. Also, aber die sind alle noch im Lastwagen drin, ne? Ich übergebe ihn Miguel und Joey. Ja. Miguel und Joey. Und dann hätten wir noch Joe und Biff. Nee. Ja, ist eigentlich wurscht, noch da in dem Trupp sein. So, der Lastwagen ist leer und wir haben kein Benzin mehr. Zumindest ist er hier in der Stadt stehen geblieben und wir haben vorher noch verkaufen können. Das ist ganz gut. Gut. Doch keine Sonnenbrille auf. Eigentlich nur Miguel. Claro. Ja. Und Joey. Sí, claro. Gehen wir jetzt zur... Wo ist sie denn? Der Sektor war, glaube ich, der richtige. Nicht das Haus hier? Comprendido. Claro. Okay. Da ist sie ja. Okay, ich hab mich verlaufen, Mom. Hab mich in der Straße geirrt und dann wusste ich nicht mehr genau, wo ich war. Und dann haben die mich gefunden. Ich hatte echt Glück, Mom. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Und natürlich wieder überhaupt nicht gespeichert. Weil wäre ja auch zu einfach. Wäre ja auch schön, wenn wir nochmal irgendwas anderes machen könnten. Komm. Oh.
Ich habe nicht gespeichert und ich krieg auch kein Autosave, weil er einfach nur hängt. Das heißt, alles ist umsonst gewesen. Alles, was in der letzten Stunde passiert ist, war für den Arsch. Ich guck mal, wann der letzte Speicherpunkt ist, aber ich glaube, ich habe hier überhaupt nicht gespeichert. Nicht die ganze Zeit nicht, glaube ich. Oder kurz bevor ich mit Joey geredet habe, vielleicht. Ich glaube nicht mal da. Irgendwann habe ich gespeichert, vor einer halben Stunde. Gut, dann ist wohl nur eine halbe Stunde für die Füße. Na, weil es so Spaß macht, machen wir das nochmal Türerwahl, oder? Yeah! Das Gute ist, Flo hat den Fehlverkauf noch nicht gemacht. Denke ich zumindest. Auf jeden Fall. Voll verdient. Voll verdient, Türerwahl. Habe ich da gespeichert? In den Slot? Nee, der hier ist es. Der ist es. Der ist ja Tag 36 und später. Oder? Ist es nicht. Muss ich wohl in den Slot gespeichert haben. Nee, dann ist alles weg. Aber dann ist alles weg. Dann ist die komplette Stunde weg. Das ist nicht, ey. Nochmal alles im Schnelldurchlauf. Ich habe ja hier noch Klamotten gefunden, die repariert werden müssen. Die kann ich der Reparatur-Crew noch geben. Wie schön. Vielleicht.
Eigentlich muss ich für das Wasser nicht nach Estini fahren, ne? Level doch nicht. Sie. Hier mit ich brauche etwas Schlaf. Ich bin doch keine Maschine. Macht nichts. Weiter geht's. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Im Gegensatz zu Larry bist du eine Maschine, Gumpy. Und da hatte ich gesagt, dass Grizzly unser Trainer ist. Kraft und Carlos war Rekrut. Und Gumpy war Rekrut. Noch irgendjemand. Aber ich weiß nicht mehr wer. Dimitri vielleicht? Aber Hamus will nicht. Ich weiß nicht, wer noch. Wer noch dabei war. Kraft trainiert hat. Ich lerne schnell. Gut, wir sind jetzt schneller. Okay, ich bin da. Hier. Ja, und wir sind jetzt schneller. Hörer, was hat's gesagt? Ja, ich höre. Und wir machen das genauso. Das ist nicht Alex. Wir sind schon schneller. Ja, höre. Weil ich jetzt direkt zu ihm laufen werde. Und also rennen. Ah, zurück um Jack. Seh dich um. Lass mich wissen, wenn dir irgendwas gefällt. Ansonsten wissen wir ja schon, uns gefällt hier nichts außer das Wasser. Ey. Man muss auch Man muss auch Dinge kaufen bei denen, damit die mehr haben im Inventar. Nee, ich möchte die nicht im Trupp verschieben. Ich bin soweit. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Perfekt. So schnell. Okay. Wir wollen in den Laster schauen. Ganz, ganz schnell. Aus dem Laster nehmen wir die guten Magazine raus. Das kommt raus. Das geht nach drüben. Geht alles nach drüben, Magazine. So, Energiebooster, wurscht. Kommt nach drüben. Bleibt hier. Kommt nach drüben.
Das alles. Magazin bleibt hier. Die gehen mit. Ist hier noch irgendwas, was rüber muss? Nee, aber vielleicht im Inventar von den einzelnen Personen. Da hätten wir Alex. Hätte gar nicht geguckt. Der Koffer. Nee, tatsächlich bleibt es jetzt erstmal hier bei ihr. Der Arztkoffer, der kann hierher, da könnte ich auch noch welche mischen. Also voll machen. Die sind jetzt alle voll. Flo ist doch auch hier. Der Koffer ist schon voll. Gut. Das kann alles mit rüber, ja. Das kann alles mit rüber. Ja, das nicht alles. Ist Munition dabei. Das kann mit rüber. Klebstoff. Klebstoff, Stahlrohr und Klebeband. Klebeband ist, glaube ich, alle. Sehe ich jetzt zumindest keins. Okay. Gut, dann habe ich, glaube ich, alles gecheckt. Der Laster fährt rüber. Jawohl. Gibt es noch etwas, was ich tun kann? Weitermachen. Okay, ich bin da. Hier. Sehr schön. Dann legen wir jetzt den ganzen Kram ab. Sehr schön, wenn ich das Messer direkt... Ja. Dann wird das nämlich auch gleich repariert. Den hatte ich gesagt, kann er behalten. Dann schauen wir nochmal. Hat lieber Carlos eine Flasche. Der ist nämlich auch im Einsatz. Eher als Biff. Carlos könnte auch das Wurfmesser nehmen. Hier hätten wir zu verteilen. Jede Menge Granaten. Da sie eine Granatentasche hat, würde ich ihr eigentlich gerne noch eine lassen. Ja, vielleicht die. Ansonsten ist sie ja jetzt keine Werferin. Wäre eigentlich schön, wenn sie die Gasmaske auch behalten könnte, aber im Rucksack nützt sie ihr halt gar nichts. Passt auch nicht in die Segeltuchtasche, oder? Ist ja recht stark. Ich vielleicht auch gegen die Kampftasche tauschen. Kann sie das so nehmen? Ja. Gut, dann gebe ich den Rucksack lieber an jemand anderen. So, Gold gebe ich jetzt mal Chris. Direkt in die Hand, dann vergesse ich es nicht. So, sie ist ausgeräumt. Richtig? Richtig.
If auch. Richtig? Richtig. Iggy. Kann er schon tragen. Okay. Ja, macht bei ihm nicht so viel Sinn. Bei kann sie erkennen. Hausmüll. Ja, soll er die Lore einfach erstmal tragen. Wobei, er ist schwere Waffenexperte, ne? Von daher passt es doch. Klar, schwere Waffen. Ja, dann habe ich Iggy. Ja. Iggy durch. Der Laster. Genau, hier sind noch mehr Lores. Granate. Die Lores. Die kaputte Weste. Das sind Heiler. Da ist auch was Kaputtes dabei. Sehe ich nicht. Die ist kaputt. Die. Okay. Die sind alle Heiler. Heile. Kaputt. Gut. Tränengas. Gasmaske. Senfgas. Sprengstoff. Kleidung. Nein! Das hätte ich abgeben müssen. Okay. Nicht so schlimm. Okay. So. Das jetzt noch verteilen. Meine Uhr klingelt. Muss mal kurz. Da. Nein, Platz war bereits besetzt. Der Fehler. Okay. Alles verteilt. Gut, TNT. Er ist doch kein Sprengstoffexperte. Können wir das auch noch Barry geben? Jein. Mal so. Achso, der hat die reparierte Kevlar-Weste. Er hat auch reparierte Stahlhelme. Dann können wir ihn noch ein bisschen zupacken. Zeug repariert werden muss, beziehungsweise was verteilt werden muss. Vielleicht mal die, die raus, die repariert sind. Das ist alles repariert, da ist was kaputt. Beiden. Gut. Kleidung hier auch noch. Gleich seinen Mörser befüllen.
Weiß gar nicht, was besser ist. Ja, ist schwierig. Feldanzug ist nicht so gut. Eigentlich auch alle was Besseres. Okay, gut. Dann eben nicht. Dann hältst du den zum Reparieren. Ha! Zielfernrohr drauf gebatscht. Besser. Hilft schon. So, wer war denn hier unser schwere Waffenmensch? Er, Iggy und tatsächlich Brain. Kann er zwei Lores tragen? Gibt es jetzt hier bei anderen mal rein. Einfach so, damit. So, das müssen aber. Alles Heiler. Hat irgendjemand noch keine Gasmaske? Sicherlich von den neuen. Er hat noch viel Platz im Inventar. Nee, das werde ich nicht los. Brian the Brain. Guten Abend, Samson. Schön, dass du auch da bist. Ich mache jetzt hier Sachen schon wieder zum zweiten Mal. Weil ich nicht gespeichert habe. Apropos. Jetzt ist die Ordnung durcheinander. Das hat man davon, wenn man speichert. Was ist jetzt hiervon kaputt? Nur der. Ansonsten hatte ich gerade nach der Gasmaske geguckt. Tatsächlich fehlt ihm einer. Aber auch Miguel. So, ist das alles repariert? Ich habe hier noch die Raketen. Repariert werden. Ja, bei Miguel ist aber blöd, weil der jetzt gleich wegfährt. Biff fährt auch weg. Und dann könnte ich hier eigentlich noch jede Menge Granaten verteilen. Und das andere ist jetzt Heiler. Erstmal ausschaut. Ja. Teildetektor könnte noch irgendjemand kriegen mit. Ich verkaufe den dann auch. Sprengstofffähigkeiten. Vielleicht gebe ich ihm einfach Metalldetektor. Ansonsten. Wo passt dieses Zielfernrohr rauf? Ist noch die andere Frage. Mauser oder Karabiner 98, das habe ich nicht. Habe ich nicht. Fährt mir zum Verkauf. Okay.
So, das bedeutet, Miguel kommt mit ins Fahrzeug, Chris übernimmt das Training und der Laster, die Karawane zieht weiter. Claro. Gehen erstmal nur dahin. Okay, ich bin da. Hier. Denn natürlich hatte ich was im Laster liegen lassen, was ich hatte ausladen wollen. Genau. Okay, dann wird das eben auch verkauft. Okay. Also, jetzt sind wir auf dem Stand von vor einer halben Stunde. Keine Ahnung. Ich fahre direkt durch. Claro. Ja. Ich fahre direkt durch und schicke jetzt alle schlafen, die schlafen wollen. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Miguel. Tja, das geht auch während des Laufens. Dass ich sein Tagsichtgerät zu einem Nachtsichtgerät mache. Tagsichtgerät, lustig. So, mal wieder speichern. Nicht ganz unwichtig. So als Tipp. Da, Joseph Krem. Er hat seiner Mutter schon viel Schmerz und Kummer bereitet. Jeden Fall. Ich kenne keinen Joey. Ist Joey. Sie ist nicht meine richtige Mutter. Klar. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Also bitte. Ich will nicht in deine Truppe. Ich will gar nichts mit dir zu tun haben. Ich will nur, dass man mich hier in Ruhe lässt. Nein. Okay, ich gehe mit. Aber wehe, wenn mir was passiert. Meine Mutter wäre echt enttäuscht, wenn sie mich nicht selbst umbringen kann. Ich sag dir was. Du wirst mich vor meiner Mutter in Schutz nehmen. Also erzähle ich dir ein Geheimnis. Jemand hat hier Bargeld verbuddelt. Tonnen davon. Ja, wir eskortieren ihn. Das mit dem Bargeld kommentiere ich jetzt nicht mehr. Hatte ich ja vorhin gemacht. Und es soll jetzt alles schnell gehen. Kommt, rauf mit euch. Wir wollen ja nicht, dass Türerwald einschläft. Claro. Ich bin hier. Wie, dein Speicher ist gelöscht. Welcher Speicher? Bei Jagged Alliance 3? Oder was? Kingpin. Der Kingpin-Speicher ist gelöscht. Du erinnerst dich nicht mehr an ihn oder an sein Geld. Oder wie? Waffenzubehör. Das gerade nicht.
Das Zielfernrohr. Die Granaten. Ach, von vorhin. Du erinnerst dich nicht mehr an vorhin? Da bist du wahrscheinlich gerade weggenickt. Die Tactical, genau, die wollte ich. Und das Galil. Das richtige Galil. Das wollte ich noch tauschen für Miguel. Oder beziehungsweise habe ich schon getauscht gehabt. Wir tauschen es also noch einmal. Genau. Schade, passt nicht. Okay, das wird alles verkauft. Was nicht verkauft wird, ist die... Ah. Ich hab Flo vergessen. Gut. Das, was ich vorhin an Geld einfach so verschleudert habe, verschleudere ich jetzt, indem ich mir nicht die guten Preise hole. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Kann er nicht hinfliegen. Ist doch... Wen ich da alles mitgenommen habe. Iggy, alle fahre ich durch die Gegend. Sehr klug von mir. Wieder Mist gebaut. Oh, ey. Jetzt? Vor allem reicht der Tank, also ich kann ja nicht mal hin und her fahren, wie verrückt, weil der Tank reicht ja nicht mehr. Also heute ist echt der Wurm drin. Wurscht. Covid ist halt alles überteuert. Ja. Jawohl. Dann ist es eben so. Du bist ja hier noch. Ich wette, du bist hier. Jawohl! Ja? Zeig mir, woran du Interesse hast. Ich hatte noch gekauft, das Ding. Die Mörsergranaten. Das Zielfernrohr. Das Zielfernrohr. Die beiden. Das auf keinen Fall. Und die Schalldämpfer.
Verzeihung. So, die kommen in den Laster. Ein paar Sachen sind bei Alex im Inventar gelandet. Muss ich mal gucken. Irgendeine Sache passte da. Also davon passte ein Schalldämpfer darauf. Silfernrohr. Das. Ein kleines reicht da auch. Denke ich. Ach, das wollte ich auch noch verkaufen. Genau. Die kommen in den Laster. Wobei, da Iggy jetzt hier mit rumfährt, muss ich nochmal gucken, was bei Iggy geht. Gehen beide. Was ist das für Reichweite? 36 passt. Gut. Dann natürlich keinen Platz im Inventar. Dann eben macht's eben Biff. Muss ich Biff auch noch zuweisen? Ja, hier. Ja, ich höre. Hey, Biff ist doch der beste Kumpel von Flo. Der kriegt doch bestimmt genau die gleichen Konditionen. Zeig mir... Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das Geschäft ist perfekt. Sehr gut. Dann muss ich noch bei Pablo gucken. Der hat auch noch Sachen im Inventar. Genau. Dinger nämlich. Die Munition wollte ich auch einmal mitnehmen. Deine. Okay, passt.
Zeig mir, woran du Interesse hast. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Mal schauen, dass ich nichts falsch verkaufe. Das Geschäft ist perfekt. Noch? Sehr gut. Nicht schon wieder? Davon wollte ich eine noch sondern an Miguel geben, glaube ich. Oder? Eine habe ich, glaube ich, abgegeben davon. Ach, ich habe eine in Laster getan. Genau, so war das. Zeig mir, lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Sehr gut. Ja, da liegt noch mehr rum. Also noch etwas. So, jetzt wird's aber eng, was den Platz betrifft. Zeig mir, lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Sehr gut. Jetzt nur noch Munition, aber leider in rauen Mengen. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat ein... Das Geschäft ist perfekt. Sehr gut. Und sich auch. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das Geschäft ist sehr gut. So, geschafft. Zeig mir. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Sehr gut. Nee, wir sind fertig. Fix und fertig. Ich hoffe, das Gewicht spielt keine Rolle, weil ich ja hier jetzt viel mehr Leute durch die Gegend kutsche. Ohne Not als vorhin noch. Jetzt speichere ich das. So, wie spät ist es denn? Der Zeit langsam. Alex ist nicht müde. Technik gelernt. Wunsch. Nach G8. Ich bin hier. Gut, Miguel. Dann neue Chance, da wo es vorhin... Jetzt sind wir wieder an der Stelle von vorhin.
Großartig. Wo es vorhin in die Brüche ging. Sie. Ja. Claro. Ich hab gespeichert. Nochmal passiert's. Wenn's nochmal passiert, dann passiert's hier. Gut, Thürerwall. Okay. Ich hab mich verlaufen, Mom. Hab mich in der Straße geirrt. Und dann wusste ich nicht mehr genau, wo ich war. Und dann haben die mich gefunden. Ich hatte echt Glück, Mom. Geh in dein Zimmer, mein Freund. Und warte, bis dein Vater nach Hause kommt. Ist gut, Mom. Dad hat doch nicht getrunken, oder? Hab mich verbessert. Bin stolz auf mich. Dieser Junge. Er ist ein gutes Kind. Er ist nur ein bisschen wild. Danke. Ich werde versuchen, das nächste Mal etwas besser auf ihn aufzupassen. Mein Mann arbeitet im Krankenhaus in Cumbria. Er ist mit Dr. Willis gut befreundet. Nenne einfach unseren Namen, wenn du ihn jemals brauchen solltest. Er wird dir sicher helfen. Joey war in San Mona? Ich frage mich, was er dort verloren hatte. Er ist ein guter Junge. Ich habe gehört, dass sich die Herrin Sorgen macht. Sie wird langsam verzweifelt und wird alles daran setzen, dich aufzuhalten. Bitte, sei vorsichtig. Ich versuch's. Wir haben die letzten Tage einfach herrliches Wetter gehabt. Ich hab's letztens regnen sehen. Jetzt rekrutiere ich dich. Ich bin nur eine Hausfrau. Schade. Ich würde... Okay, gut. Ja. Die Quest ist beendet. Alex hat ein Erfahrungslevel gewonnen. Weil sie auch im Sektor ist. Im Eiswagen allerdings. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Da haben jetzt alle Erfahrung gewonnen, die dort im Sektor sind, was bei Fox ungünstig ist, weil die kostet halt dann auch immer. Speichern? Weniger als eine Stunde. Ja, weniger als eine Stunde. Ich speichere mal. Man sollte viel speichern. Was sagt denn das, die Loyalität? In der Stadt 94%. Okay, geht ab, würde ich sagen. Gut, dann habe ich jetzt wieder den Eiswagen. Der ist voll gefüllt mit tollen Sachen. Er hat noch nicht gesagt, dass er leer ist. Dieses Mal aber so gut wie. Nee, all die Sachen brauche ich drüben, im anderen Sektor. Skribbler! Hi! Tag! Schön, dass du wieder da bist. Und du warst doch derjenige, der meinte, man könnte vielleicht Hans rekrutieren. Warst du das nicht? Okay. Gut, ich entlasse jetzt mal Fox aus dem Milizentraining und schicke sie in das Fahrzeug. Ja, genau. Ich hatte nochmal nachgeschaut. Also man kann es zumindest... Ach so, jetzt glaubst du auch selber nicht mehr dran. Genau, ich hatte nachgesehen und man kann es zumindest in Classic und in 1.13 nicht. Also vielleicht kann man es in irgendeinem Mod. Vielleicht hast du da irgendwie das mal aufgegriffen. Aber in Classic geht's wohl nicht. So, okay. Dann fahren wir gleich alle in den richtigen Sektor. Was ist eigentlich mit Larry? Wie geht's Larry? Das ist doch jetzt... Ah! Larry! Ich
Ich hole auch Larry rüber. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Ach, noch ein Trip, Mann. Noch ein Trip. Genau. Bester Mann. Okay, Larry. Würde ich sagen, entkleide ich Larry. Denn Larry hat seinen Nutzen komplett verloren. Denn Larry ist wieder dem Alkohol verfallen und hat auch alle seine söldnerischen Kompetenzen verloren. Larry geht also von Bord. Dauert nur ein bisschen, dass ich all den Kram von Larry aus den Taschen geholt habe. So, Larry, mach's gut. Wie du willst, Mann. Wollte sowieso eine Pause einlegen. Du solltest auf jeden Fall eine Pause einlegen. Gute Nacht. Ja, lass da deine Ausrüstung liegen, genau. In G9. Du trägst doch gar nichts mehr. Ich hab sie doch ausgezogen. Okay, gut. Jetzt muss ich das nur noch alles aufteilen. Ah. Hey, du hast noch kein Nachtsichtgerät. Hey, du hast noch keine Traumaplatten. Hey, du hast ja gar keine Hose an. Scout hast du auch noch nicht. Gewehrmäßig. Da glaube ich auch. Mindestens ausbaufähig. So machen. Yes, Carlos, du brauchst eine Weste. Ist auch eine neue Pistole. Metalldämpfer. War gut. Und eine Gasmaske. Kriegst du auch noch. Das kriegen wir irgendwo anders unter. Gampi kann auch echt. Mal ein Set brauchen zum Heilen. Flaschen sind alle voll. Flasche voll oder was? Egal. Sonnenbrille, hast du eine? Hat er schon. Sie hat keine. Brauche aber nicht unbedingt eine. Erst mal die guten versorgen.
Genau. Das ist die Munition für die Scout. Müsste Carlos noch bekommen. Genau. Kann sich jetzt auch alles besser aufteilen. Kann ich haben. Anna aber. Zwei Knicklichter. Sind schon okay. Drahtschere, Messer. Ich glaube, da sind auch noch nicht alle versorgt, oder? Nö. Auch Headsets. Genau. Ein Spektra-Helm. Doch besser als ein Tvaron-Helm. Sprengstofffähigkeiten. Du hast Sprengstofffähigkeiten. Du hast auch noch ein Headset zu vergeben. Er hat sowieso Sprengstofffähigkeiten. Und sie auch. Machen wir das lieber so. Dass sie auch so einen Türöffner dabei hat. Und eine Drahtschere wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also so ein Türöffner. Eine Drahtschere. Tackholster ist auch nicht schlecht. Könnte hier noch eine Verbesserung geben. Nee, tatsächlich nicht wirklich. Nicht für ihn zumindest. Aber das ist halt auch noch seine Munition. Dann für Fox. Fox ist schon so gut beladen. 0,3 Kilo und 0,7 Kilo. Nee. Bei Grizzly passt das. Dann bei Grizzly. Das muss noch repariert werden. So, und kann noch ein bisschen Munition bekommen. Erstmal ins Inventar nehmen. Zum Reparieren. Ansonsten dann noch ein Fläschchen. Machen wir seine voll. Das muss noch repariert werden. Müssen noch repariert werden. Eine Pistole. Er hat noch keine Pistole. Gibt es auch noch Kandidaten. Er zum Beispiel. Aber auch nicht so schlimm. Der hat ja die. Brian hat noch Brain. Brain hat noch keine. Ganz andere Munition. 9x21. Ja, dann kriegt er die. So, und da muss ich nochmal gucken, ob das Galil nicht besser ist als irgendwas anderes, was manche haben. Zum Beispiel die AK von ihm. Nee.
Und eine AK-47. Nicht unbedingt. Das ist schon okay. Ansonsten, das Browning war doch auch noch im Eiswagen. Richtig, hier ist doch noch mehr. Oh, ist doch noch mehr zu verteilen. Ja, es wird heute wieder nicht gekämpft. Und zwar, weil ich Mist gebaut habe. Einfach, weil ich Mist gebaut habe. Und nun bestimmt 40 Minuten verschenkt habe. Leider. Aber zumindest ist Joey gut zu Hause angekommen. Und dann war es das aber auch schon. Mit den positiven Neuigkeiten von heute. Barry, hast du eine Pistole? Nee, hast du nicht, aber ist okay. Er hat jetzt eine. Carlos hat auch eine. Eis. Hat noch keiner. Genau, aber da hatte ich jetzt mit dem Browning. Weiß ich jetzt nicht, was das Browning laden kann. Weil das ist besser, habe ich festgestellt. Es hat nämlich 82 Genauigkeit versus 66, Schaden 38 versus 30, Reichweite 36 und das Browning hat ganze 67. So, irgendjemand hat schon die Raketen. Lade ich doch mal eine Rakete da rein. So, dann noch einen besseren Granatwerfer. Wie schwer ist der? 5, nehmen wir den. Grizzly kann noch tragen. Granaten da rein. Wo sind die anderen Granaten? Waren da noch viel mehr? Im Sektor. Ach, ich weiß wo. Die sind bei Iggy. Noch mal raus bei Iggy. Kommen jetzt in den großen Granatwerfer rein. So. Okay. Schalldämpfer. Sie gern einen Schalldämpfer auf Ihrer Waffe. Ja? Bitteschön. Viel Spaß damit. Vierfach ist. Okay. Das wollte ich irgendwie mal ausprobieren. Vielleicht bei jemandem, der mehr feuert. Chris zum Beispiel. Ist halt die Frage, wer feuert viel? Chris.
Und jetzt? Oh. Passt da richtig viel Munition rein. In seine Waffe. Okay. Das müssen wir aufteilen. Schon fertig. Dann Mörser. Irgendjemand hat einen Mörser. Auch die Mörsergranaten. Du bist es. Sehr schön. Okay. Genau, und du solltest auch hier statt des Talons, das heißt nur eine Reichweite von 30, lieber 35. Genau. Mach mal lieber 35 draus. Bisschen besser. Hat immer noch kein Gewichtsproblem. Wenn er den Rucksack ablegt, schon gar nicht. Okay, so, dann wollte ich den Frauen eher Rucksäcke geben. Genau. Weil die kann sie dann ablegen. 116 hat sie jetzt. Die 116 hat sie immer. Das ist halt zu viel. Jetzt aber einen Rucksack trägt. Nichts mehr für die Tasche. Aber dann kann sie den ablegen. Dann hat sie nur noch 102. Ist besser so. Wieder kein Geballer. Rest als Video. Türwall, trotzdem 42 Bits. Vielen Dank dir. Ich mache vielleicht auch noch das Geballer im Video. Also ich bin ja jetzt auf der Zielgeraden, endlich. Genau, also geht dann vielleicht gleich rüber auf die Farm. So ist ja auch der Titel. Und ja, Stunde kann ich schon noch machen. Genau. So ist jetzt der Plan. Ich guck mal, dass ich die Granatentaschen noch voll mache, wenn ich noch offene habe. Und dann würde ich die noch ausschlafen lassen. Und dann rübergehen. Der ist aber überladen. Achso, ist aber okay. Der hat einen Haufen Quatsch im Inventar. Sie braucht auch eher einen Rucksack. Ich könnte das tauschen hier. Er braucht den Rucksack zum Beispiel eher nicht. Gebe ich dem lieber so eine Taktiktasche oder so eine Tack-Kampffeste? So. Und den Aro-Rucksack. Den gebe ich Ira und dann da die gleiche Situation wie bei Fox. Dass sie den nämlich ablegen kann. Dann hat sie nur noch 120. Hat sie nur noch 120 drüber. Nur noch. Betonung liegt auf nur noch. Genau. So. Kannst noch ein bisschen was tragen, dann nimm doch irgendwie eine Granate. Zwei. Drei. Gell. Da auch ein paar. Trevor. Jetzt habe ich nur noch Kann. Die sind eh schwieriger zu verteilen. Der Carlos einer.
Hier ist noch einer. Okay. Es ist okay. So, dann raus aus dem Laster. Mit den Lasterfahrern. Können wir dort operieren helfen? Wer trainiert jetzt gerade die Miliz? Ira. Dimitri. Halt. Was kannst du denn beibringen? Eigentlich auch allerhand. Aber Miguel ist der bessere Ausbilder. Natürlich trainiert Fox bei Grizzly Kraft. Okay, ich hoffe, ich habe alle aus dem Laster draußen. Ja, Fahrzeug ist, leere Fahrzeuge fahren nicht, okay. Er ist alles draußen. Es sind alle soweit. Ich kann jetzt alle nochmal ins Bett schicken. Da war alle schon ziemlich okay mit ihrem Zustand. So. Stopp. Langsam aber sicher werde ich besser. Natürlich wirst du besser. So, wir speichern. Wenn wir das alles geschafft haben und wir haben Post. Und wem haben wir denn Post? Der finale Vorstoß, Enrico. Ich hätte keine besseren Nachrichten erhalten können. Ich muss Sie dringend bitten, weiter vorzustoßen und der Versuchung zu widerstehen, zu früh zu jubilieren. Solange Date Runner noch an der Macht ist, kann niemand zur Ruhe kommen. Alles klar, Enrico. Du hast sicherlich recht. Okay. Lassen wir noch Zeit vergehen bis 9 oder so. Okay, erledigt. Was jetzt? Er ist fertig mit Reparieren von was eigentlich? Was lag denn noch bei ihm rum, was repariert werden musste? So, ich schicke alle nochmal schlafen. Sollten sie wollen. In einer Stunde geht's los. Stopp. Okay, dann Team bilden. Diensttrupp 1. Diensttrupp 1. Diensttrupp 2. Diensttrupp 2. Trupp 2.
Iggy muss nach Trupp 1. Miguel muss nach Trupp 2. Alex übernimmt das Training der Miliz. Era will ich nicht alleine hier lassen. Era muss auch in Trupp 2. Box. Übernimmt das Training der Miliz mit Alex zusammen. Grizzly. 1. Gumpy. 1. Amus. 1. Mad Dog. 2. Trevor. 3. Okay, wen haben wir noch? Einer fehlt noch. Eis. Okay, dann geht's los. Mach ich. Ist cool. Sind wir mit 14 Leuten unterwegs? Wow. Es lohnt sich, aufzupassen. Bin bereit, weiterzumachen. Jetzt sind die auch gerade fertig. Jetzt würde ich sie fast noch hinterher schicken. Dann sollen nur die anderen beiden weiter trainieren. Ich schicke die noch hinterher. Ja. Ja. Ich hab die Reise hinter mir, Dude. Ihr könnt noch kurz... Hey, seid doch jetzt da. Ach nee. Kurz reparieren. Ich bin angekommen. Aber die Werkzeug haben sollen reparieren. Doch die Idee. Ich bin angekommen. Was soll ich tun? Na komm. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. So, Trupp 4 kann noch rein bei Trupp 3. Ach so, weil jetzt da welche reparieren. Okay, jetzt habe ich aber... Nee, immer noch nicht alle. Es sind so viele, man verliert jetzt den Überblick. Okay, das sind... Pablo übt. Richtig, alle anderen sind am Start. Gut. Chris, dein Goldklumpen. Den verkaufen wir jetzt mal. Zahlen ihn ein. So. Wir legen alle Rucksäcke ab.
So. Sind wahrscheinlich noch viele immer noch hoffnungslos überladen. Aber dann ist es eben so. Jetzt muss ich erstmal niesen. Muss ich... einer deiner Söldner, nur einer, nicht alle, wollen boxen. So. Dann schauen wir uns doch mal um. Hier in dieser, auf dieser schönen Farm. Doch bestimmt viele nette Menschen. Okay. Sehe niemanden. Da. Hicks Clan. Hallo. Netter Mensch. Ah. Noch mehr. Hicks Clan. Ja. Hicks Clan. Prost. Sage ich da mal. Sie. Comprendido. Die drei Fragezeichen ist da. Hicks Clan, Hicks Clan. Okay. Ja, das ist der Clan der netten Bauern, der den armen Dorfbewohnern schlaflose Nächte bereitet. Okay. So, wir müssen an der Stelle auf jeden Fall speichern. Dann reden wir doch mal mit dem da. Fremder. Hübscher Typ. Normalerweise mag das mein Dad für mich. Reden und so. Okay. Wo ist denn Dad? Normalerweise mag das mein Dad für mich. Reden und so. Nein, ich bin schon bei einer Armee. Bei der Familienarmee. Der Familienarmee, alles klar. Dein Dad hier auch? Claro. Hey. Hey, wir haben Gesellschaft. Sag mal, wir sind nicht verwandt, oder? Nein, ich erkenne meine Leute. Hey, versuch bloß nix. Du bist der Dad? Du darfst gern zu Besuch kommen. Nur sei nicht so neugierig. Mach keinen Quatsch. Und um Gottes Willen, bleib von den Coolen weg. Ich hatte schon mal Probleme mit ein paar von meinen Jungs. Kapiert? Wenn, dann will ich sie nur boxen. Familie ist das Wichtigste für jeden Mann. Ich kümmere mich um sie, sie kümmert sich um mich. Denk dran. Sehr gut. Ich habe jetzt was zu tun. Okay, kommst du mit? Schließt du dich mir an? Nein, muss hier bleiben bei der Familie. Die sind ohne mich verloren. Alles klar. Die arme Familie. Daryl und Daryl? Daryl mit zwei R und Daryl mit einem R und Y. Gibt's vielleicht noch einen Daryl mit zwei R und einem Y? Schade. Gibt's nicht. Hätte ja sein können. Oder eine Frau namens Daryl oder so. Okay, das ist auf jeden Fall der Clan. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Könnte hier aufs Dach gehen. Mit allen. Ja.
Und dann von oben agieren. Okay. Wir schauen uns das mal an. Ja. Gib Wasser. Sieh. Bin bereit? Ja. 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 Hat der eine komische Stimme? Ja. 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 Ja, noch mehr unten. Jawohl. Wird gemacht. Es sind jetzt so viele. Ja. Und ich habe auch alle dabei. Für den großen Kuh-Spezialeinsatz. Ja. 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 Ihr müsst absichern. Ja. Ja. Ist sogar ein bisschen kleines Dach. Bin bereit? Ja. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? So. Bin bereit? Was sehen Sie denn so? Sehen... Ja. Nicht gut. Ja. What's up? Du musst es nicht weitergeben, einfach nur ablegen. Gleich mit. Aber ist unnötig schwer. Ja. Ja. Niemand mehr ein Plätzchen für einen Molotow-Cocktail frei? Mad Dog hat noch was frei. Sie. Ja. So. Verteilt.
Sie. Okay. Dann mache ich Daryl mal eine Ansage. Wo ist Daryl hin? Daryl. Mal gucken, was passiert. Kann ich ihm auch von oben eine Ansage machen? Ich hab's gar nicht gern, wenn man mir dumm kommt. Ach, du hast eine Kanone? Ich habe auch eine schöne Artillerie. Kannst du dir gleich mal aus der Nähe befassen? Nee, er ist noch friedlich. Ganz ruhig. Wenn du dich mit mir anlegst, dann legst du dich mit der ganzen Familie an. Vergiss das nicht. Jetzt steht da eine Eins. Ich habe jetzt was zu tun. Mach sie fertig, Jungs. Wer macht diese Geräusche? Vorsicht, ich habe etwas gehört. Ich bin... Dir schicke ich noch zum Teufel. Sie. Ja, also... Kann man machen... muss man aber nicht so machen. Ich würde sagen, wir machen das ein bisschen anders. Machen das so. Dir schicke ich noch zum Teufel. Okay. Dann sollen sie jetzt mal kommen, würde ich sagen. Sie, ich bin bereit für die Schlacht. Okay. Miguel und Brain haben eine Unterbrechung. Wäre auch nicht schlecht, wenn ich mich noch hinlegen könnte. Muerto. Kann ich trotzdem nicht mehr. Kumpel Brain. Ja. Pisse. Pisse, sagt er. Ja, weil hinter ihm jemand ist, aber Fox hat nicht die Unterbrechung, deswegen kann ich leider nicht mit Fox Platz machen. Das wäre halt schön. Dich habe ich. Schade. Was für beunruhigende Geräusche. Mad Dog bekommt eine schöne Unterbrechung. Oh oh, das hört sich gar nicht gut an. Okay, ist nichts passiert.
Sie. Alles friedlich? Muerto. Ja. Und Sie walten Ihres Amtes? Sie sehen hier auch echt schlecht. Wenn der Regen jetzt aufhört, dann wird's mit einem Schlag viel übler. Bin bereit? Ja. Bin bereit? Ja. What's up? Yep. Ja. Ja. Yep. Ja. Weiter geht's. Ja. Eine Unterbrechung für Ira. Wie schön. Auch ein netter Herr. Das gefällt mir. Und auch Ira schießt mit Köpfchen. Ja, da ist der Feind. Ich habe das Gefühl, dass die nicht das Dach hochklettern können. Ach, schade. Vorsicht, ich habe ihn nicht gehört. Ja, doch, sie können das Dach hochklettern. So, jetzt haben Fox, Iggy, Dimitri und Miguel. Ja. Nehmen wir erstmal Iggy. Und schon erledigt. Das ist schön. Ja, finde ich auch. Ja. Und nochmal für Fox und Iggy. Ich würde jetzt mal Fox den Vorzug lassen. Schlaf schön. Bin bereit. Oh, das war der Blitz. Der hat einmal ja. Dimitri, Iggy und Miguel und Fox. Sie. Iggy. Ja. Wieder. Kann weggeiggied werden. Genau so. Das ist schön. Doch dieses Matchvisier, genau, deswegen trifft er auch so gut. Ja. Oh, Barry kriegt die Unterbrechung. Ach, es gibt noch Hoffnung für mich. Ja, ich glaube auch. Ich hätte die Verträge verlängern sollen. Jetzt ist er teurer. Ja. Ich hätte die Verträge verlängern sollen. Er war ja schon eine Weile im Team. Unterbrechung für Trevor. Er kam jetzt über den Zaun. Setzen wir doch jetzt mal seine Pumpgun ein. Die Mannstopp-Pumpgun. Ist der aufs Dach geklettert? Nee, der steht einfach nur sehr nah. Carlos Hamus. Wupp. Stark.
Oh, fucking hell. So. Yep. Trevor soll wieder gucken, der da noch steht. Oh, fucking hell. Tut er auch. Ja, versuchen wir es mal mit dem Kopf. Weil wir dann nicht mehr... Ach doch, ist Simon. 60. Stark. Hab dich, du Hundswort. Ich höre ja Reich. Vorsicht, ich habe etwas gehört. Fox, Iggy, Miguel und Carlos. Nehmen wir mal Carlos. Ach, der ist unten. Verräter sein tot. Seh. Es läuft doch wie am Schnürchen. Ja. Verflixt. Iggy, Dimitri, Miguel. Ja? Dimitri, du darfst. Du darfst trainieren. Auf Wiedersehen. Ja? Oh, fucking hell. Das war wieder nur der Blitz. Der ist gleich wieder weg. Sie. Leider, aber Miguel bekommt eine Unterbrechung. Wie es aussieht, Exzellente. Haben die keine Helme auf. Sie, Vorsicht, ich habe etwas gehört. Mal gucken, ob Daryl einen Helm auf hat. Ah, Daryl duckt sich. Bin bereit. So. Nee, Daryl hat keinen Helm auf. Bin bereit. Sie. Und der Daryl? Papa Daryl? Hat auch keinen Helm auf. Fantastisch. Bin bereit? Oh, fucking hell. Ja. Verflixt. Dimitri, würde ich sagen, darf wieder. Ja. Gut. Ja. Oh, fucking hell. Ja. Ja. Okay, dann... Ja. Stecken wir mal das Köpfchen raus. Sie. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Na gut, der da hinten. Sie. Der ist ja klar. Ja. Ja. Jetzt kommt er wohl auch. Ja. Trevor bekommt die Unterbrechung. Trifft nicht.
Gucken wir mal nach. Ja, sind die Gangster. Ich sehe sie. Er haut er ab und rennt in die Reichweite von Mattock. Gibt's ja nicht. Hat's wehgetan, Rattenarsch? Hat's wehgetan, Rattenarsch? Yep. Yep. Okay. Es lief ja wirklich ausgezeichnet, muss man sagen. Aber ich fürchte, wir müssen jetzt runter. Runter vom Dach. Das ist ein bisschen ungünstig. Sie. Ja. Sie. Schnappen. Schnappen wir uns doch ein paar gute. What's up? Ja. Ja. Yep. Ja. Yep. Ja. Ja. Es klappt ja wieder hervorragend mit dem Runterklettern hier. Sie. Ach, jetzt. Ja. So. Hilft ja nix. Muss ich mir zuschauen. Blick wert sein. Da liegt was. Okay. Okay. So, wo sind noch Rattenärsche? Comprendido. Um das mit Mad Dogs Worten zu sagen. Okay. Könnt ihr mir vorstellen, da drin oder hier irgendwo im eingezäunten Bereich? Kampf ist ja nicht vorbei. Sehr gut gemacht. Yo. Ich bin verdammt sicher, man. Das ist was gehört. Wird gemacht. Das ist eine Kuh gehört. Kühe, die gehören zur Familie, meinst du? Das könnte sein. Dass ich den armen Kühen noch was tun muss. Comprendido. Blöd, dass die Sichtverhältnisse so schlecht sind. Wegen des Wetters. Comprendido. Müssen doch nicht alle über dieselbe Zaunstelle springen. Doch, müssen wir. Einmal helles Licht. Einmal blitzt es. Okay, dann vielleicht im Haus. Okay. Machen wir mal einen großen Bogen.
Dann nochmal zurück ins Haus, hier vielleicht im Schlafsaal oder so. Gerade was gesehen? Ich bin bereit für die Schlacht. Okay. Treffer, aber... Ja. What's up? Auf jeden Fall, dieser Rattenarsch. Sie. Ob man da rauskommt? Sie. Kommt auch nicht raus. Mierda. Hi. Weißt du was? Wir machen jetzt Folgendes. Feuerstoß. Muerto. Da liegt was. Noch mehr. Sí. Vielleicht zielen die Kühe am Ende doch noch. What's up? Ja. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Ja. Hm. So ist es. Ja. Wir sind noch auf der Weide. Also hier ist gerade jemand durch die Tür gegangen. Vielleicht die Mutter von Daryl? Da. Oder er. Er sieht den nicht mehr. What's up? Probiere ich mal das Maschinengewehr aus. Smoking! Yo, dude! Und bitte einen Fächer erobert! Hier atmet keine mehr außer uns! Yes! So. Das hätten wir erledigt. So, die. Was ist das? Doch. Ich nehme noch Sachen. Geh mal dahin und. Ja? Gumpy. Geht mal in die Richtung. Ein paar Kisten aufmachen hier. Ah, right on.
Oh, right on. Ein großes Waffenlager. Oh, right on. Nichts drin? Ja. Ja? Kann ich nicht aufmachen? Ah, da steht eine Kuh. Und die will nicht beiseite gehen. Ich glaube, da muss ich mal die Kuh boxen. Nein, Mann! Niemals! Ich nicht! Er will nicht. Ja, genau. Das ist die Kuh von... Die Kuh von... Ne? Mama-Kuh ist das. Stark! Geht doch auch so. Ich muss doch nicht gewalttätig werden hier gegen die Kuh. Sie. Nada. Excelente. Excelente. Nada. Excelente. So, ist hier noch was? Ja. Okay. Unten? Nee, ne? Nicht so aus. Okay, jetzt muss ich erstmal sorgfältig die Koffer wieder aufheben. Die ganzen Werkzeugkoffer, die ich da alle abgelegt habe. Der ganzen Söldner. Mit technischen Fähigkeiten. Das sind echt viele. Boah, diese plötzliche Ruhe, das ist... mindestens eigenartig. Chris ja eigentlich auch. $10. Das hat sich gelohnt. Dafür hat es sich gelohnt. 6 Westen. Fox, den musst du jetzt tragen. Ganz viele Schrotflinten. Eine Pfeilpistole. Das ist cool. Die Pfeilpistole ist cool. Das ist noch ein bisschen die Frage, wem ich die gebe. Reichweite hat die von 20. Die macht halt keinen Schaden, aber Genauigkeit 40. Boah. Mit dieser druckluftgetriebenen Pfeilpistole legen sie Großwild jeder Art schlafen. Ohne die ganze Herde in Aufruhr zu versetzen. Das ist halt eigentlich ein cooles Teil für Stealth. Für einen Schleichangriff. Kann man da gleich 3 Pfeile reinladen? Das sah so aus. Nee, kann man nicht. Man kann die nur noch verbessern. Okay. Davon haben wir auch einige. Gürteltasche. Können wir die noch irgendwo gut einsetzen? Sieht nicht genau aus. Höchstens
irgendjemanden mit einer noch schlechteren Tasche. Aber ist nicht. Der. Hat ja auch was für sich. Okay. Wie machen wir weiter? Muss noch alles wieder verteilen. Wie hat er eigentlich Chris vorher? Deshalb. Polster die Polster. Den 9mm Adapter. Gibt es denn noch jemand ohne Pistole, der noch eine Pfeilpistole brauchen könnte? Sieht nicht danach aus. Schon alle versorgt. Dann lade ich die mal. Dann halt auch laden. Da nicht so viel einzelne Munition rumliegen, die ich dann auch noch in Taschen unterkriegen muss, wobei das wahrscheinlich nicht das Problem ist. Eine so.
Ihm könnte ich die geben. Dem Miguel. Nehmen hier aber alles mit. Die Sachen, die ausgegraut sind. Ja. Muss ich anscheinend noch aus den... Nichts drin? Ich hab's. Aus manchen. Also, da ist was. Ich hab's. So, sind sie jetzt alle frei? Nee. Wieder ins... drin gelegt? 10-fach Zielfernrohr. Schon 10-fach. Wer hat denn noch so ein richtig... Eher? Tauschen wir mal gegen 10-fach. Auch ein gutes. Das schon gleich. Der hat kein Zielfernrohr. Dann braucht er eins. Ja. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Die lege ich mal lieber ab, statt sie durch die Gegend zu werfen. Ich hab's. Ich hab's. So, die Sachen müssten jetzt alle befreit sein. Fehlt nur noch das Bier. Mad Dog hat eine Cause. Müsste hier irgendwo im Sektor sein, da ist er. Kann tatsächlich dieses Ding noch brauchen. Achso, und das können wir natürlich auch einfach auf eine andere draufschrauben. So. Gehen wir noch das Bier holen. Hier nichts hinterlassen im Rowdy-Sektor. Da auch alles rappelvoll, ja. Sind alle Plätze belegt. Ist gut. Gehen zurück. Aufgesammelt. Die Loyalität ist bei 97%. Nachdem ich die getötet habe. Okay.
Eine Sache würde ich gerne noch machen. Wobei, nee, die machen wir beim nächsten Mal. Wir gehen noch zurück. Ich bin angekommen und erwarte Ihre Anweisungen. Sind schon ein paar zurück, auch noch nicht alle. Wer ist denn ja schon mal repariert? Dann sogar alle. Und wieder ein Job erledigt. Dürft weitermachen. Jetzt hier. Was tun? Sich jemanden. Aber doch einige. Ich hier. Ich nix wissen, was tun. Die Truppe von Amus ist Trupp 1. Okay. So, wir haben aber noch einige, die nix wissen, was tun. Alle können anscheinend schlafen. Irgendwie. Nach dem Abenteuer, beziehungsweise des Milizentrainierens. Dann lasse ich sie doch eine Runde schlafen. Und dann wäre das nächste Ziel. Vorher muss ich noch eine Sache machen. Das mache ich vielleicht lieber doch jetzt noch. Bevor es nachher irgendwie schwieriger wird. Stecken wir mal ihn in Trupp 3. Comprendido. Er hat es schon verstanden. Und gehen darüber. Ich bin hier. So. Wir haben ja Labri verloren. Labri war ja einer unserer Ärzte. Sie. Da wir jetzt so hohe Zustimmungswerte hier haben, so hohe Loyalitätswerte in Cambria, können wir noch mit Zivilisten reden, die jetzt noch mehr mit uns reden. Also gerade die hier, die Ärzte waren ja sehr verschlossen. Bevor ich das im nächsten Stream erstmal vergesse und wir erstmal was anderes machen, mache ich das lieber gleich. Ich dachte schon, wir würden sie wiedersehen. Also, nach dem, was ich so höre, scheinen sie sich immer erfolgreicher gegen die Armee durchzusetzen. Das sind sehr gute Nachrichten. Das gibt uns allen Hoffnung. Super. Ich weiß wirklich nicht, wie diese Ärzte das Tempo durchhalten. Es kommen laufend neue Notfälle rein. Ein Virus ist im Umlauf. Ich habe im Moment keine Zeit zum Plaudern. Ich habe schon mal ein bisschen mehr geredet. Ich bin geschmeichelt, aber ich werde hier gebraucht, im Krankenhaus. Okay, schade. Hätte dich gern ins Team geholt. Queen Bitch. Okay. War mir nicht bewusst. Womit kann ich Ihnen dienen? Ihr Einsatz scheint sich auszuzahlen. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre noch dabei. Aber wichtiger ist, dass Sie den Job erledigen. Noch dabei? Ihr Einsatz scheint sich auszuzahlen. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre noch dabei. Aber wichtiger ist, dass Sie den Job erledigen. Dann rekrutiere ich doch ihn. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich hätte nichts dagegen, diesen Idioten von Soldaten in den Arsch zu treten. Ich könnte ihr Arzt sein und Verletzte gleich an Ort und Stelle versorgen. Dann müssten sie die Leute nicht mehr hierher schleppen. Ich habe ein bisschen Erfahrung als Sanitäter im Krieg und ich kenne eine Menge Leute auf dem Land. Das könnte ganz nützlich sein. Obwohl das Risiko natürlich größer ist. Immerhin setze ich mich ja allerlei Gefahren aus. Aber ich wäre bereit, es für, sagen wir, $500 am Tag zu machen. Ja, mein Gott. Günstiger als Larry. Abgemacht, ich bin dabei. Ja, Vince hat ein bisschen medizinische Ausrüstung dabei, aber nur sehr wenig. Ist
ziemlich abgebrannt, würde ich sagen. Und er ist auch nicht besonders gut. Was ist denn Vince? Da. Also, er hat gute Gesundheitswerte, ganz schlechte Beweglichkeit, gute Geschicklichkeit, richtig viel Weisheit, richtig viel Medizin. Also, er ist halt ein richtig guter Arzt einfach. Und er ist Bytender. Interessant. So wie Fox. Die, genau die gleichen Fähigkeiten wie Fox. Und Ausbilder. Genau. Ja. Bevor wir ihn vergessen, holen wir ihn noch an Bord. Genau, das war die Idee. Und dann gab es hier noch einen Arzt. Da. Sie, wo drückt denn der Schuh dieses Mal? Ich muss Ihnen sagen, ich hatte noch so meine Zweifel, als Sie herkamen. Aber Sie haben bewiesen, dass Sie diesen Krieg gewinnen wollen. Und die ganze Stadt von Cambria steht geschlossen hinter Ihnen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich schon daran gedacht habe, mich mit einer ruhigen Familienpraxis in einem anderen Land zur Ruhe zu setzen. Es tut mir leid, aber ich habe Patienten zu behandeln. Ich bin bereits das Risiko eingegangen, Sie behandeln zu wollen. Mehr möchte ich da nicht hineingezogen werden. Alles klar. Gut. Ja, aber interessant, dass doch sich die Stimmung hier sehr geändert hat. Und vorher waren die ja alle sehr verhalten. So, noch jemand ist hier, glaube ich, nicht, mit dem ich reden kann. Genau. Und jetzt habe ich noch den Vince mit an Bord. Der wird unser Mediziner werden. Ich bin dabei. Genau, du bist dabei. Ich bin hier angekommen, aber ich weiß nicht genau, was ich hier tun soll. Boah, das schauen wir dann später mal, würde ich sagen. Das schauen wir dann beim nächsten Mal. Genau, wir speichern. Wir haben noch mehr Geld. Massen an Geld, unendlich viel Geld. Und es wird immer unübersichtlicher, weil wir immer mehr Söldner haben. Es wäre auch sinnvoll, wenn ich jemanden hätte, den ich zum Beispiel in Astony permanent platzieren könnte und bei Keith. Genau, dass ich da immer die Verkaufsmöglichkeiten abklappern kann. Genauso wie Pablo hier immer steht bei Tony. Genau. Muss mal gucken. Aber im Moment sind ja Biff und Flo auch noch immer mit dem Ausbilden beschäftigt. Führungsqualität oder Führungsfähigkeit, die steigt ja auch ständig bei beiden. Von daher werden die ja auch immer besser. Ja. Okay, ich glaube, ich habe gerade schon speichern gedrückt, ja. Deswegen habe ich mich gerade, war ich gerade verwundert über eine Menge Geld, das ich habe. Und ja, das wird auf keinen Fall weniger, jetzt wo ich, ja, genau, 100% in den beiden Minen hier. Das sind über 60.000 am Tag. Die machen richtig Geld. Und in Alma gibt es auch noch eine Mine. So wie es ausschaut. Ja, nächstes Ziel wäre aber die wären die Raketen hier, damit ich endlich mal hierher fliegen kann. Und das nicht immer noch rot ist. Hier unten ist auch noch, da sind auch noch Raketen. Da komme ich aber erstmal nicht so schnell hin. Ja, und dann vielleicht auch Tixa. Nach dem Raketenfeld. Oder erst einmal. Ich weiß noch nicht. Irgendwie so. Okay. Ja, aber für heute ist es das dann. Es war wieder, na, sagen wir es mal so, ich schalte schon mal wieder um auf den
Endscreen. Und ich muss sagen, es war durchwachsen heute. Der Spielspaß war durchwachsen, weil ich eine Sache halt wiederholen musste. Das hat bestimmt 40 Minuten mir geklaut, weil ich nicht gespeichert habe. Für viel zu lange Zeit. Genau. Und ja, freut mich, wenn ihr aber trotzdem zugeschaut habt. Wenn es im Video on Demand schaut, dann könnt ihr es ja überspringen und dann schon gleich ein Stück weiterspringen, wo das dann erledigt ist. Genau. Dann hat man da vielleicht nicht ganz so viel oder nicht ganz so wenig los. Ansonsten war der Sektor ja mit den Bauern einfacher, als ich vermutet habe. Ich hätte gedacht, dass es schwieriger wird und dass die auch mal schießen. Aber die hatten halt überhaupt keine Rüstung, deswegen hat jeder Treffer eigentlich gesessen. Und durch die Position auf dem Dach, wo sie erst hätten hochgemusst, war ich halt ziemlich überlegen. Und das war gewissermaßen unfair. Aber so ist das eben. Damit müssen sie leben. So. Es spielt tatsächlich eine Person bei Jagged Alliance 3. Stimmt doch gar nicht. Spielt doch irgendwas anderes. Von daher lohnt sich das nicht, dahin zu reden. Wir schauen mal nach anderen Kategorien. Spiele, die ich schon gespielt habe. Black Mesa bin ich ja selber noch nicht durch. Von daher würde ich wieder einen Portal-Spieler aussuchen. Nehmen wir Portal 1 oder 2? Portal 1 ist nur Englisch. Ja, nicht schlimm. Aber wäre schöner, wenn es auch was Deutsches gibt. Dann halten wir auch die Sprache. Aber auch Portal 2 ist nur auf Englisch, so wie es ausschaut. Ja, dann nehme ich mal einen kleinen Bin verwirrt. Irgendwie spielen die was anderes, oder? Nee, spielen das schon. Genau, nehme ich einfach mal einen kleinen Portal-Streamer auf Englisch, zu dem ich rüberhüpfe. Nehmen wir doch hier einfach mal Triple King 94. Okay. Triple King 94, der hat aktuell 2 Zuschauer, spielt Portal 2. Und freut sich bestimmt über noch ein paar mehr Zuschauer. Auch wenn ihr nur noch kurz bleiben könnt. Das ist ja auch nett. Genau. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und freue mich aufs nächste Mal. Ich bin jetzt auf jeden Fall müde. Wollte eigentlich schon im Bett sein. Aber wie das immer so ist, durch das Missgeschick, was da passiert ist, hat sich alles ein bisschen länger gezogen. Ich danke euch für die Kommentare. Ich danke euch für die Bits, also speziell Thyrawal. Und freue mich aufs nächste Mal, wenn es dann weitergeht. Bei Jagged Alliance 2, 1.13. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Ciao.